Zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind wieder auf unserer großen Farm und wir sind immer noch bei dem Feld hier. Und wir müssen dann nachgucken, dass wir das Ganze hier automatisch hinbekommen. Na komm. Was ist jetzt schon wieder? So. Also wie gesagt, wir müssen die Seite, diese Zeit. Na, was ist denn jetzt los? Boah, geht, dann geht er nicht. Geht, geht nicht. Ist es ein Blinker? Oh, ich glaube, jetzt geht's aber. So, also, wie gesagt, das müssen wir jetzt noch automatisch hinbekommen. Ich bin halt nicht sicher, ob das wirklich möglich ist mit diesem Autoloader. Weil der lädt ja normalerweise auf die Seite ab. Ob wir das so hinkriegen, dass er das Ganze dann hier direkt vom Feld aus verkauft. Ja, und sonst haben wir dann bald den anderen Ballenwagen am Start, der ist gleich fertig. Der hat nur noch, ich weiß nicht, eine Ladung, vielleicht zwei. Und dann ist er eigentlich auch fertig mit dem Feld, 91. Und ja, dann kommt der Kollege wieder hier zum Start und wir haben wieder einen freien Traktor, den wir dann aufs andere Feld schicken zum Ballenpressen. Weil ich denke mal, das wird sich hier irgendwie überschneiden. So, perfekt. Gut, das heißt, wir haben jetzt noch 3,7 Ballen Platz hier. Also wir können hier mal kurz testen. Wir können das Ganze mal kurz testen. Wir haben hier Feld 44. Es ist ein Abholauftrag. Glaube ich. Hier haben wir keinen Kurs gesetzt. Aber hier müssen wir zum Viehhändlerverkauf. Aber ich glaube eben, wir haben hier noch keinen Punkt, korrekt. Den werden wir jetzt einfach mal noch so kurz setzen. Dann wäre der nämlich jetzt nun auch mal erledigt. Soweit. Das raus, da. Und dann hier lang. Sagen, das reicht. Sehr schön. Also da, wie gesagt, Sackgasse, das da vorne müsste aber bereits funktionieren. Das müsste funktionieren eigentlich, ja. Die Bahn machen wir dann, wenn wir da vorne lang fahren oder da lang. Ich bin gespannt. Ja, warum ist die wieder ausgeklappt? Ich habe keine Ahnung. Ah, nicht Y, geht das Ding wieder rein. Möchte nicht, dann ist es halt so. Ah. Bin gespannt, was er jetzt macht. Wir haben hier Kollisionsgefahr. Okay, der muss sowieso gleich bremsen.
bin gespannt, ich bin gespannt. Also die Bahnen sind ja normalerweise so. Da fährt jetzt eigentlich entgegengesetzt der CP-Spur. Das scheint ja schon mal irgendwie zu funktionieren. Na, wohin geht's denn? Ah, ist ja zu nah. Nein, nimm doch den Aufwasch mit. Er macht irgendwas. Es sieht interessant aus. Irgendwie schon witzig, wie das macht. Fährt da schön zick, zack, mal da, mal so. Und jetzt noch einen Ballen. Einen letzten Ballen. Ist wieder eingeklappt, sehr schön. Verlasse Feld. Passt dir schon mal. Feld 44,87%. Also es ist das Feld hier. Ich habe dazwischen noch eine Bahn. Ein Wagen. Einen Wagen habe ich abgeführt. So, der fährt jetzt zu dem Punkt hier. Müsste man meinen. Schalte es mal kurz aus. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das funktioniert mit dem Verkaufen. Ich bin richtig gespannt. Also wir gucken mal gleich. Ich steige jetzt hier mal kurz. Ui, ist das laut hier. Der Kollege hier kommt auch bald zum Ende. Schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, da haben wir noch eine Weile. Und wo ist unser Abfahrer? Da, hier. Genau, der fährt jetzt noch einmal, schätze ich, aufs Feld von. Und dann müsste der durch sein. So, und hier sind wir auch schon fleißig dran. Das Unkraut zu beseitigen. Ja, das funktioniert auch. Also ich denke mal, wenn der fertig ist, der hat jetzt hier nur noch diese paar Bahnen. Dann werden wir mit dem dann gleich mal unsere Tiere füttern gehen. Weil das ist noch wichtig, dass wir das heute bestimmt noch machen. So, ich gehe jetzt da mal kurz raus. Aber was wir in der Zwischenzeit machen können, ist... Okay. Dieses Fass hier, keine Ahnung, das funktioniert irgendwie gar nicht. Entweder gucke ich das selber mal noch kurz an oder wir schmeißen den Mod einfach runter. Oder vielleicht gab es ein Update. Müssen wir mal gucken.
Das heißt, ich gehe jetzt mit dem mal kurz. So. Die Pritsche holen, die wir oben haben beim Gewächshaus. Waschen könnte man den mal wieder. Falls, jetzt muss ich mal gucken, hat der überhaupt eine Anhängerkupplung? Müsste eigentlich haben. Müsste er eigentlich haben. Frage ist nur, ob die dann auch passt. So. Sieht doch schön aus. Schön grüne Felder. Bald wieder Erntezeit, wenn es so weitergeht. So, also sind jetzt gleich davon. Gucken wir mal, ob der eine Anhängerkupplung dran hat. Man sieht kaum was. Zu schmutzig. Einen hätte, ob das funktioniert, das werden wir sehen. Und wir sehen auch, was ich noch kaufen werde. Ich kann schon mal verraten, es ist für etwas für auf dem Hof selbst. Von der Fahrphysik her, eigentlich ist das Gerät absolut in Ordnung. Also hält gut die Straße, die Kurve, die ich fahre. Aber halt das Fass ist wirklich das, was mich am meisten stört, dass das so schlecht funktioniert. So. So, ich bräuchte mal mit dem, was ich mich eigentlich nicht wirklich auskenne und ständig irgendwas nicht passt. Wir brauchen sowas. Okay, die ist neu, ja. Ja, ich habe es noch immer nicht entfernt. Sieht definitiv spannend aus. Alles in schwarz-weiß. Also, ich würde sagen, wir brauchen, glaube ich, so eine. Die das raufbringt. Auf diese zum Beispiel. Oder auf diese. Ich würde aber sagen, wir nehmen die plus die, ja. Aber die kaufen wir jetzt einfach mal. 5000 ist ja, können wir verkraften. Und die da mieten wir einfach mal mit, oder leasen es mit dem Punkt, dass wir die später dann auskaufen werden. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das Ganze hier ankoppeln können. Na, wo steht das Ding da vorne? Warum liegt da ein Gewicht?
Ah, es geht. Sehr schön. Halt, Kamera. Können wir das gleich zusammenknüpfen? Geht das? Müsste theoretisch gesehen gehen. Was? Die Frage, ob das wirklich so geht, das wäre natürlich nice. Nein. Okay, das scheint nicht zu gehen. Ups. Das scheint nicht zu gehen, also heißt es, wir müssen zweimal fahren. Ich fahre mal ganz kurz neben raus. Gucken mal, wo ist denn unser. Ah, okay. Ist genau das, was ich meine. Er kriegt das hier gar nicht verkauft. Schade, schade. Dann müssen wir das halt manuell machen. Das jetzt reicht, passt, mag ich bezweifeln. Reicht. Und es scheint, als wären wir ready, fertig. Na. Vierundvierzig. Ich möchte auch nicht parkieren. Okay, es würde gehen. Frage ist es aber, warum geht denn das nicht? Ging du bisher auch immer? Okay. Also dann, hä? So. Sehr schön, wegen einem Ball ist er da hingefahren. Ja, läuft. Gut, dann würde ich sagen, dann geht der Kollege hier gleich aufs Feld und wird den Job dort übernehmen. Feld 44. Ich suche jetzt mal was, ob das geht. Dann müssen wir nicht extra wegen einem Ballen wieder da hinfahren. Testen das jetzt mal aus. Müsste gehen, ne? Ah, schwierig. Sehr schwierig.
Ne, er rutscht nicht nach vorn. Okay, das geht nicht. Das geht anscheinend nicht, hä? Mit dem hat er ein Problem. Also, dann machen wir es einfach so. Müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren. Da können wir den Ball auch gleich so noch abgeben, möglicherweise. Ich werde jetzt halt Außenkamera fahren, dass wir den Ball ein bisschen im Blick haben. Mal gucken, was er macht, ob er da bleibt. Entschuldigung. Macht ja auch nicht so viel Sinn, dass er keine ungleich großen Ballen zusammen transportieren will oder nicht will. Darum machen wir das jetzt einfach so. Bleib du da liegen, bleib du da liegen. Eigentlich wäre der Hof so nah. Aber wir kommen da nicht rüber. Irgendjemand hat da einen Fluss hingebaut. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Nur noch einmal rundherum um den Wald und sind wir da. So. Letzten Meter. Auf der Straße. So, und nur noch kurz da rein und abgeben. Ich würde sagen, wir schaffen das. Ich würde sagen, wir schaffen das. Sehr schön, der Ballen wurden schon abgegeben, das ist gut. Und der wird jetzt auch gleich reingezogen. Oder nicht? Okay, hat jetzt ein bisschen gedauert. Na komm. So, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt bei dem auch nicht geht. Warte noch kurz, bis der zusammenklappt, geklappt ist. Und okay, der meckert schon mal nicht rum. Wir haben hier aber auch abholen und liefern. Das gleiche wie bei dem. Und der wollte nicht. So, würde ich sagen, der fährt mal kurz auf die Seite, dass wir dann mal endlich das machen können, was wir eigentlich schon mal gesagt haben, was wir machen wollen. Das ist unser Auto hier. Man sieht wieder nichts. Hoffen wir, dass da nichts kommt. Ah.
Dann würde ich sagen, dann werde ich den einfach mal abkoppeln und dann direkt wieder zum Shop schicken, zum Landhandel. Dann wird der uns dort noch das andere holen gehen. Und da können wir eigentlich mal hoffen, dass unser Herbizidspritzer da drüben, Mist, auf die Straße gucken, dass der bald mal fertig ist. Sieht man halt nicht. So, also, da würde ich sagen, dann fahren wir mal dahin und koppeln die Geschichte hier ab. Und dann darf der wieder zurück zum Landhandel. Tschüss. Dann können wir das nämlich schon mal in Position bringen. So. Nachkommen, wenden. Er steht jetzt. Kommst nicht über den Huppel raus. Kann ich das hier so anheben? Nö. Dann halt so. So schwer ist das Ding jetzt hier auch nicht. So. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn was? Der MF fährt jetzt von hier rein, ne? Okay, der ist schon da, das ist sehr gut. Dann übernehme ich jetzt gleich wieder hier. Ja, man sieht halt nichts. Okay, den transportieren geht nicht, ha? Nein, warum denn nicht? Das ist doof. Aber aha, der hat eine andere Anhängerkupplung. Darum geht das nicht. Nee. Ja, gut. Dann ist das jetzt halt so. Ei, ei. Dann können wir jetzt eigentlich hoffen, dass der andere endlich dann mal fertig ist. Da. Wir gucken dann gleich noch. Und wir gucken gleich auch noch, ob der MF da das Ganze ablädt richtig. Der wird uns das bestimmt auch richtig verkaufen, da habe ich keine Angst. Ich würde sagen, wir stellen gleich mal vor die Werkstatt, dann kann der mal gewaschen werden. So, und einmal waschen bitte.
Ja, es wird weniger. Sehr schön. Also. Was auch immer er wieder gemacht hat, war nicht das, was wir eigentlich wollten. Definitiv nicht. Klappt man das Ding zu, bitte? Jetzt ist die Frage, wo war er denn stecken geblieben? Also das hier schaut schon mal so nicht so aus, als wäre das schon erledigt. Toll. Toll, toll, toll. Das heißt, hier müsste er anfangen. Also er hat jetzt eigentlich die ganze Zeit gar nichts gemacht. Sehr schön. I like it. Oh, Mann, Mann, Mann. Dann, ja. Nein. Ja, kannst du gleich hier starten, bitte. Sehr schön, also dann macht er das einen Job noch hier fertig. Das heißt, wir holen uns den anderen Traktor hier. Weil, wie gesagt. Okay, das funktioniert mal gar nicht. Das funktioniert mal gar nicht. Das heißt, den Punkt müssen wir aufs Feld setzen. Das mal geheißen. Die Frage ist, ob das schon reicht. Okay, so reicht er definitiv nicht. Ja, so. Mit CP-Übergabe funktioniert. Also der Punkt muss in der Wiese sein. Arbeit beendet. Ja, sehr schön. Wunderbar, dass du jetzt gleich fertig bist. Dann fährst du ebenfalls zum Landmaschinenhändler. Kannst du das Gerät auch dort abgeben und dann unsere Presse holen. Das ist perfekt. Und mit dem... Ich hoffe, der kann das Ding mitnehmen. Das wäre ja absolut... nein. Schön. Sonst wird das kritisch. Da müssten wir unseren... Landmaschinenhändler fragen, ob er uns das Ding transportieren kann. Aber ich glaube, er hat heute keine Zeit. Das wird dann schwierig. Dann müssen wir es tatsächlich doch noch mit Schaufel machen. Wir nehmen aber die Schaufel auch gleich mit am Hof, wenn wir schon beim Händler sind. Ist hier gleich ums Eck. So, also wir können gleich durchziehen. Also er müsste eigentlich ja das Ding mitnehmen können. Eigentlich, oder nicht? Also wie gesagt, einmal nehmen wir die Schaufel mit. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Frontgewicht. Ups, das war ein bisschen hart. Ja, ich wusste es, dass es nicht funktioniert. Schwierig.
So. Und dann einmal. So. Versuchen wir das auch mitzunehmen. Das wäre natürlich nice, wenn das gehen würde. Es geht sehr schön, sehr schön. Perfekt. Das heißt, wir können die Kühe heute mal ein bisschen entspannter füttern. Okay, er scheint fast angekommen zu sein, ne? Jo, da ist er. Dann würde ich sagen, wir holen uns den Fast Track ebenfalls noch nach oben. Ich glaube, unten haben wir nur eine normale Presse. Dann werden wir heute halt mal die Kühe mit dem Traktor füttern. Geht ja auch. So, also. In dem Fall einmal hier. Kommt der mal kurz weg. Dadurch komme ich nicht. Scheint ihr sauber zu sein. Perfekt. Jetzt komme ich da rein. Ah, easy. Upp. So, also wenn ich klar schon draußen bin, na. So, also, dann... Okay, den Backer haben wir auch schon mal gesehen, dass sich das Ding komisch bewegt. Naja. So, also, einmal das und weg damit. Und dann kommst du zum Hof. Gewächshäuser brauchst du nicht. Na, jetzt Hof. Was ist denn jetzt los? Klick doch bitte auf Nein, Felder lassen wir zu Hof. Dankeschön und go. Also, dann. Ah, das Riesen-Chaos mit den Icons drüben. Wir haben sogar noch was drin. Wir haben sogar noch was drin. Wie geht's denn unseren Kühen eigentlich? Gesundheit 100%, perfekt. Reproduktion 20, 0. Wir haben vermutlich erst kürzlich gekalbt. Kalb, Kuhkalb. Warum
okay, sie haben nur Gras, hä? Nur Gras heißt keine Produktion oder Gesundheitserhöhung. Was ist das hier? Ist das Gras oder ist das Heu? So, egal. Das Heu werden sie heute vermutlich nicht mehr bekommen. Denn wir wollen ja mal kurz gucken. Ah, der kommt schon. Da wird jetzt vermutlich unser Gerät im Weg stehen. Und da gucken wir jetzt, wie der ganze gemacht wird. Haben wir überhaupt noch Platz für die Kühe? Nicht mehr viel, aber ich möchte das testen, dass, ob das funktioniert für zukünftig. So. Wir fertigen ganz kurz den Kollegen da drüben ab. Dann kann der wieder aufs Feld. Na. Dann nutzt er unsere Presse. Könnten wir ja auch theoretisch gesehen in Rechnung stellen. Nein, ich glaube, er hat uns sogar eine Presse zur Verfügung gestellt. Aber Quader. Quader geht schlechter bei uns. Darum würde ich sagen, du fährst zum Feld 10 und fängst dort gleich am ersten Wegpunkt an. Und go. Ich glaube jetzt mal, dass der da drüben auch fertig ist. Ja, er steht da. Schön. Ist jetzt zu spät. So, bin ich gespannt, ob wir das irgendwie hinbekommen. Oder ob das ein absoluter Mist ist, was wir da machen hier. Komm ich jetzt da nicht mehr rein? Ah! Warum bin ich jetzt so schnell? Doch nichts eingestellt. Na? So, wir brauchen, was brauchen wir? Grob etwa 40%. Gibt's denn? Ich bin halt gespannt, wie es ausschaut, wenn das einzunehmende Gut nicht mehr so nah dran ist. Und 38, 39, 40. So, Dankeschön. Frage ist, haben wir da? Ich glaube, wir haben CP-Kurs da durch. Nein, 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 nein. Hätten wir. Geht wieder aber knapp so gehen, ne? Aber wie gesagt, er nimmt den, glaube ich, sowieso eher weniger. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich von der Seite rein. Und hier ein bisschen aus. Ups. So, dann einmal Heu. Und dann noch einmal Stroh.
Also ich glaube 38% und 38% und das mit Stroh auffüllen würde vermutlich auch reichen. Ich würde sagen sogar, dass wir das jetzt so rum machen. Bei Silage haben wir, man sieht es ja hier, den größten Range. Wenn da mal ein bisschen zu viel ist, ist egal, kostet ein bisschen mehr. Aber wenn wir zu viel Stroh oder zu viel Heu drin haben, dann ist es doof. So, das heißt, wir müssen jetzt den Trigger umstellen, rechts. Weil so können wir gleich direkt nach vorn fahren, um zu laden. So. Perfetto. Sehr schön. Oh, da hat es einen Pfosten. Nicht den Pfosten umfahren, sonst kracht uns noch die Hütte zusammen. So. Perfekt. Ja, ich hoffe, der macht gleich was da und nicht nur dort stehen bleiben. So, wo stelle ich die Schaufel hin? Wo haben wir einen schönen Platz, wo alles sonst rumsteht? Wir sagen hier. Jetzt fliegt sie mutig davon. Jo. Nein! Ach. Na. So. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Unschön, aber geht. So, das heißt, wir schicken den ebenfalls wieder aufs Feld 44. So. Das hier hinten wird blockiert, Arbeit beendet, Arbeit beendet. Das hat hier schon mal funktioniert, das ist nicht schlecht. Mist, ich kann jetzt nicht mehr springen. So, Aktion. Na, sehr schön. Das läuft. Hast du denn nicht gesehen? Hm? Okay. Ich glaube tatsächlich, der ist auch bald durch hier. So. Und du gehst hier auch mal los und tschupp. Dann haben wir hier Arbeit beendet, Fast Track. Warum hast du beendet? Ich habe doch am ersten Wegpunkt gestartet. Muss ich das jetzt verstehen oder muss ich das nicht verstehen? Aber zumindest, er wäre aufs Feld gefahren. Er hätte angefangen. Was er angefangen hat, man weiß es nicht. Jetzt muss ich aber gerade gucken. Wir wollen ja nicht mehr denselben Fehler machen mit auf dem Feld arbeiten direkt. Also auf der Außenbahn, sondern außen. Oder ist es einfach zu viel? Zu dick? Könnte ich mir halt doch schon noch vorstellen. Das werden wirklich böse. Also, was haben wir hier? Ich glaube, das ist die erste Innenbahn. Ist das so? Na, komm schon. Okay, das ist Vorgewende. Und das scheint tatsächlich die erste Bahn zu sein. Würde ich sagen, der fängt mal hier an. Also nächster Wegpunkt. Ich bin gespannt.
Ja, sie ist schon recht gut beladen, ne? Aber die Presse nimmt es eigentlich relativ sauber auf. Keine Ahnung, warum jetzt der dort am Ende gestartet ist. Moment, F1, Stöppchen, ja, das Schweiß ist jetzt natürlich doof, dann haben wir wieder schon zwei, ja, genau, das meinte ich. Wir machen hier größere Ballen, haben wir halt wieder zwei Stück, die da, ja, nicht schön sind. Der wird jetzt auch noch klein sein. Aber die nächsten sind dann wieder im großen Format. Ist jetzt Heu. 6.500 Liter. 9.000, sehr schön. Gut, Momentchen, du kannst mal kurz da bleiben, ich brauche die Maus. So, das heißt, der ist jetzt auch fertig. Dann haben wir jetzt alle Felder nun entkrautet. Sehr schön. Also wie gesagt, Ziel ist es vielleicht hier diese 787 zu holen. Diese hier. Die kostet 542.000, sprich hier hinten könnte man dann ein Hopfenfeld anlegen zum Beispiel. Ist gerade nicht so immens groß wie dieses Ding hier. Und hier vorne könnte man vielleicht eine Kuhweide anlegen, weil hier haben wir noch Kühe. Hier. Die könnten wir dann von unserem Hof zurückbringen, also rüberbringen. So, das machen wir mal weg hier. So, dann haben wir das mal entsorgt, das ist erledigt. Das heißt jetzt nun aber, ich werde jetzt kurz auf dem Hof das Herbizid rausholen und den werden wir zurückgeben. Da habe ich falsch im Katalog geschaut, der hat kein Spot Spraying. Wir werden dann aber im nächsten Jahr oder wenn uns ein Bauer einen Auftrag gibt, dementsprechend das richtige Gerät kaufen oder mieten. Ich würde sagen, das werde ich in dieser Folge nicht mehr machen. Wir werden nun zum Hof zurückfahren, das Gerät dort waschen, gucken nochmal auf unsere Arbeit, was die alle am Start haben oder was die machen sind. Ich meine, der eine Traktor müsste jetzt auch schon im Feld angekommen sein. Wir können den theoretisch gesehen ja auch abfahren lassen. Dann fahren zwei ab. Aber wie gesagt, abladen geht bei dem anscheinend dann nicht. Oder ihr habt eine Idee, was mit dem Outroad ist, dass das dann doch geht. Also bei Paletten ging es ja, lustigerweise, bei Ballen anscheinend nicht. Ob das ein Ballenproblem ist oder sowas, ich weiß es nicht. So, das machen wir mal weg da, das brauchen wir nicht. Also ich glaube, es steht natürlich unser Auto auch noch im Weg dort rum. So. Also, das heißt, ich schiebe den mal kurz auf die Seite. Na, ich kann nach hinten. So. Das sieht doch wieder tiptop aus, wie neu.
Also eigentlich ja schon ein schönes Gerät. Da, also sind wir da drin? Ja, müsste beides eigentlich gehen. Kann gewaschen werden. Und wie gesagt, wir gucken jetzt kurz noch auf unsere Helfer. Der ist hier am Ballon pressen und hier lässt er die Hälfte liegen. Schade. Frage ist halt, jetzt habe ich den Versatz eingestellt auf die Seite. Braucht es den auch auf der anderen Seite? Oh, die Folge wird wieder urlang. Oh, also noch kleines Update hierzu. Der Prest, der ist anscheinend voll. Sehr schön. Und unser Traktor da vorne wartet schon für den Einsatz. Auch witzig, ein kleines und ein großes Lenkrad. So. Dann würde ich sagen, dann lassen wir den. Was ist denn da die Kupplung? Wird ja auch irgendwie gefühlt schon wieder Nacht oder so. So, und du. Ich würde sagen, viel Spaß beim Ballen sammeln, wo auch immer du anfängst. Das Ding ist wieder unten. Naja, egal. So, wir enden, wo wir gestartet sind. Somit würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja, wie gesagt, ist eine längere Folge geworden, tatsächlich. Viel reingepackt. Und ja, hier ist fleißig am Tun, machen so. Wir sind versorgt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, bye bye.